Mofang, wie sie mal genannt gehen. Mummentrichter. Ja, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch an den Ausdruck. Ja, die hartgestanden Pomscheen, Polizisten. Ja, als gesucht und da kommt Mummentrichter. Wo ich dann eben noch als Ambulance oder als Software froh war, wenn die Kippe vom GSP auf der Platz gekommen sind, für eben die Arbeit zu machen, für die wir nicht gerüst waren, nicht gerüst sind. Wir haben über 200 Einsätze. An allem war ich durch ein Mensch. Was passiert bei der Überbringung von Todesnachrichten, das wissen Sie alle, das kennen Sie alle. Die Menschen, da steht, hat einer mal gesagt, ein Elefant mitten im Raum, nimmt einem die Luft, da ist Weinen, Schreien, da ist Aggression, da ist Depression, all das ist da in diesem Moment. Und all dieses, was da passiert, bildet sich bei uns, bei den Helfern, bei Ihnen ab. Merci, merci, merci. Ich begrüße euch alle Gott und ganz herzlich hier am 25. Anniversaire vom Groupe de Support Psychologique. Mein Name ist Nathalie Reuter und schon die große Plaisir, ihren MC Master Ceremony heute zu sehen bei dieser offiziellen Séance Akademique. Und ich gebe aufhängen mit Merci, Merci, Merci. 24 Stunden auf 24 am Ersatz, unbezahlbar, nicht mehr erwischt zu denken. Die sind hier, wenn es zählt, die sind hier an der akuter Phase von Not. Diese Tau von den meisten Leuten von der Bemol der Boden und der Face einfach nicht mehr durch. Ich gebe so in diese Tau etwas wie die Engel an der Not. Die rettende Hand für den Aufgrund, die Licht an der Deichstadt. Die sind benevolen vom Groupe de Support Psychologique, die man dann fantastisch, fantastisch erbischt. Alles hat angefangen mit einem Pilotprojekt, an dem 22 Leute beteiligt waren, hat sie da zu 90 Membern vom Gruppe GSP. Und die gehen dann von Geburt aus einer extremen Not, einem Besoin, den für und allem bestanden hat bei den Rettungsdiensten selber, bei den Pompschäen, bei den Ambulancien. Mit ganz, ganz sehr gut klar, dass man auch seine Nothilfe brauchen bei den Opfern, bei den Zeien und auch bei den Familienmembern von Accidenten, von Katastrophen, von Suiziden. Die Damen und Herren, der Minister für Bandensicherheit, der Generaldirektor von CGDIS. Nathalie hat nur schon dreimal ein Merci gesagt. Und ich wollte als allererst auch das Feier mit einem Merci aufhängen. Normalerweise gehen die vielen Merzien immer zum Schluss von einer Feier verteilt. Tja, wir fangen eben nur mit einem an. Nicht mit einem, wir mit pur. Die Merzien, die ich euch halte, am Mengen und am Namen vom Organisationskomitee sagen, die können von Herzen. Für was von Herzen? Aber weil die Arbeit an unseren Ansatz nicht jeder kann. Es kann noch nicht jeder reden, mit jeder Rängen. Und einfach sind wir immer ein Team, wenn wir an ein für uns freien Familie kommen, die an einer außergewöhnlichen Situation ist. Der Merci von allen der GSP und als Polizeiagenten, mit denen wir ziemlich oft als Unterstützung an eine Familie geholt gehen. Auch da kommen wir als Team an Familie. Der Merci an alle Bestatter, die auch alle Guten in Ohren haben für die Wünsche von der Familie, auch wenn die Bewegungen nicht immer zu verstehen sind, sind sie doch bereit, den letzten Wunsch von der Familie zu ermöglichen. Oft ist auch nur ein Ansatz an der Familie nach Hilfe nötig, um zu verstehen, was geschieht ist. Die Hilfe kriegt jeder rein, den sie braucht von den vielen Assoziationen, die uns schon jahrelang zur Seite stehen. Unser Hintergrund, den uns rausschickt, den auch bei uns aufpasst, und auch manchmal nervt, ist so ein für mich, ich betone für mich, unnötige Messagen rausgeht,
ein großes und ein dicken herzliches Merci. Nicht zu vergessen als Gestionsgruppe, die ein Merci verdient wird für all die Energie, die sie aufbringen, für das GSP seinen Platz am CSDS fand und noch festigen kann. Ein Merci an die 13. Session, die Umwege aus der GSP zu entdecken. Sich Zeit für eine lange Formation und sich dann auch Zeit für die Leute an einer unerwarteten Situation zu unterstützen. Ich liebe eure Gäste, will mir auch Merci sagen, da die Haut ihr Zeit geholt hat, für bei uns in einer kleinen Feier teilzuholen. Aber nur als Schluss mit den vielen Merzien, wie die Hunde am Menge an aber müssen sagen, weil sie kommen wirklich von Herzen und nicht alle guten Adressen hat. An der Loas Seance Akademik, die Tät von unseren 25 Jahren Feier als offiziell am Gange. Ja, die Benevol vom Gruppe de Support Psychologique, sie kommen dann an den Ansatz von der Drumgeldleute abzufangen an schwierige Momente. Das ist bei Accidenten mit den Überlebenden, das ist bei Brennen, das ist bei Suiziden, das ist bei Drogendödischen. Das ist aber auch bei großen nationalen Katastrophen, wie zum Beispiel der Geiselnahme von Wasserbüllisch oder dem Luxair-Accident mit der Fokka oder auch noch zum Beispiel dem Tornado am Süden von unserem Land. Was leider war nicht zu wissen, dass sie auch im Ausland an den Einsatz kommen, wie zum Beispiel an Thailand beim Tsunami. Wir haben ein paar Bilder präpariert, wo wir einen kleinen Rückblick gehen auf die letzten 25 Jahre. Here we go.
Auch von den Gruppen de Support Psychologique, lo weniger an den Medien aus, wie zum Beispiel den Pompschiskoch, so als da war klar für als nächste Rednerin, dass das Land die Gruppe de Support Psychologique braucht und dass es unersetzbar ist an der Rettungskette von unserem Land. Und die Responsablen sind natürlich extrem hoffrisch, dass die Innenminister Tainá Boffading heute Abend hier bei uns ist. Die Damen und die Herren, Tainá Boffading. Leif Membren vom GSB und von allen Wochen Leben Patrick an Albeite, die Anna invitiert. Die Leute aus dem Rettungswesen sind an ihrer Tätigkeit immer enormen Situationen ausgesetzt, immer starken körperlichen und auch psychischen Belastungen. Für andere zu helfen, ja, das gehen gerade die Leute, die wollen helfen, die sich oft selber an schwierigen Situationen ersetzen, sich oft selber gefahren aus. Für ein 30 Jahre an ein bisschen mehr, es ist oft gemeint, dass ein Pompier, eine Ambulance, dass jemand muss ganz tough sein. Das ist alles, was sie erleben, müssen sie einfach können verarbeiten, müssen sie einfach können verschaffen. Und lassen eigentlich nicht richtig um sich herum. Ich meine, dass das nie wahr war und dass das auch heute nicht wahr ist. Weil alle Mitglieder vom Rettungswesen, ob sie habt amtlich oder freiwillig. An allem war sticht ein Mensch. Ein Mensch mit Gefühlen, mit seinem Wehkühl und auch mit seinen Befindlichkeiten. Und dafür ist es wichtig, dass es eben Leute gibt, die speziell formiert sind und eben mit den betroffenen Frauen und Männern Pompschi können über die schwierigen Situationen zu schwätzen. Der Kümmer, der ist Personen, die eben einen schweren Accident hatten, die traumatisiert sind. Der begleitet Police, wenn es geht, Familie von den Opfern von Accidenten zu informieren, respektive auch bei anderen Todesfällen, wie auch beim Suizid, für den Moment die Leute, die Nachricht zu überbringen. Dann würde ich sagen, dass ihnen eben ganz klar gesagt hat, dass es immer schwierige Situationen sind. Und dass das sicherlich nie eine Routine ist, dass alle Ansätze, die da geschickt wird, alle Situationen immer eine Menge einer ist und dass immer ganz viel von der Stunde verlangt wird. Da habe ich vom GSP als eigentlich so gesehen die psychische Hilfe an einer Akutsituation. Sie sind Rettungsdienst für Psyche. Und dass diese Stufe hier gehen, und das hier noch freiwillig. Ich meine, dass das, was noch so impressionant ist, viele von euch, die noch arbeiten, die Familie holen, die Freizeitaktivitäten, Hobbys noch gehen, das an ihrer Freizeit sozusagen noch machen, für eben an diesen schwierigen Momenten Leute können zu begleiten, für mit den Betroffenen können zu schwätzen und den Leuten eben an so akuten Situationen zur Seite zu stehen. Und gerade dafür gilt ihnen mein tiefster Respekt und die größte Anerkennung, die wir können geben. Und das ist sicherlich nicht selbstverständlich, wenn dann alle Ansätze da aufgeht. Die Damen und Herren, der GSP, sein Arbeit läuft am Contraire zu den meisten Ansätzen vom CGDs eigentlich am Hintergrund. Das ist manner visibel, aber dafür sicherlich nicht manner wertvoll und nicht manner wichtig. Der geht gebraucht. Ohne Ersch hätte man nicht die Betreuung an den Akutsituationen, die erfordert ist. Ohne Ersch könnte man nicht die Prise en Charge von den Leuten an den schwierigen Situationen holen. Dafür denke ich ganz klar, gesehen nicht als selbstverständlich geht und für mich ist es nicht selbstverständlich und dafür denke ich mein tiefster Respekt, dass er das alle gut macht, dass er das alle gut und auch bereit sieht, immer rumzumachen, trotz den schwierigen Situationen, die er erlebt. Und dafür will ich es auch klar sagen, dass wenn ich irgendwo kann helfen, dass er immer auf meine Hilfe könnt zählen, ich unterstütze nicht mit denen Meinungen, die ich schon, für dass er eben die wertvollen und auch die Nobel Missionen könnt wahr werden, die als Gesellschaft all der immer ein Stück mehr, wie soll ich sagen, sozial, mehr solidarisch gestaltet und dafür ein Merci, dass es dir gut. Meine Damen und
das den Robby Fehlen vom Organisationskomitee, den noch schon ganz lange beim GSP dabei ist, den der Minister Blumen überreicht. Merci, Madame Minister, für das Encouragement wieder. Ja, an alle Kanten kennt die Nummer, den 112. Ich meine, das war die erste zweite Kombination, die ich mir gerne beibringen kann. 75% von den URIF betreffen, da mussten CGDs, also Personenhilfe bei Brand oder Accidenten. Und ich gebe hier auf Bühne bei dem Mann, der unterstützt vom CGDs steht. Das CGDs, wie der Wurst besteht, aus einer 16 Gruppierungen, 100 Zentren d'incendie de secours und einen 10 Zentren, also Gruppe de d'intervention spécialisée zu denen auch den GSP gehört. Die Damen und Herren, begrüßen wir mir ganz herzlich den Direktor vom CGDIS, Paul Schreder. Ich will mich auch direkt ausschließen, natürlich wie wieder die Innenminister schon gerade gesagt hat, für Merci zu sagen, Merci, dass ich auch noch heiken für mich stehen. Ich bringe noch mit den ganzen Zeit von Pandemie, auch im Flotters, da den an einem Kader, wie den heute sich kann, beginnen, was mein Mensch alle Guten auch gebraucht haben. Vielleicht auch ein bisschen mir persönlich, auf mein Rückblick vis-à-vis vom Gruppe de Support Psychologie gehen. Ich meine, du hattest gelesen, dass ihr ja, verschiedene Funktionen zu machen, am Anfang eben als Mama, Responsable vom Ansatzzentrum zu Jung Münster, wo wir auch Ansatzsummen gemischt tun und wo wir eben auch an Situationen eben waren, wo ich dann eben noch als Ambulance oder als Software froh war, wenn die Kippe vom GSP auf der Platz gekommen sind, für eben die Arbeit zu machen, für die wir nicht gerüst waren, nicht gerüst sind, eben für die Prise en Charge von den Implizierten, für die Prise en Charge von der Familie zu machen, die ganz oft, letztes Mal kleines Land, Accidente geschehen ganz oft nur bei daheim, die ganz oft eben auch auf der Platz schon waren. Und dann für Einsatzrettungsequipen nicht flott war, für eben die Unterstützung zu holen mit Leuten, die eben wussten, wie es an diesen Situationen umzugehen hat. Danach hatte ich dann die für direkt auf der Administration des Services zu kurz zu sehen, wo wir dann natürlich auch zusammen geschafft haben. Und ich meine, bei allen Gruppen geht es die hohe Debatte und da sind wir auch zusammen durch die schweren Momente gegangen. Das gehört dann, sonst beim Leben von einer Gruppe über 25 Jahre, gehört das auch dabei. Und das war auch ein Moment, der sicherlich für den Verein, Heilbannen, den das Mann erlebt hat, die Gruppe markiert hat, ganz sicher. Und ich meine, das ist aber wie bei allem, ich habe gesagt, dass die hohe Debatte und es geht immer auch weiter. Und so hat er auch die Situation gemischt hat, als Gruppe oder so gemischt hat, und die sind weitergeführt. Und dann natürlich auch meine letzte Funktion als Generaldirektor vom CGDIS. Auch da, und ich meine, das ist auch viel drin, ich meine, von Marcin Görschen schon gesagt, gehen, ja, muss ihn sich fangen, muss ihn den Rund herrschen. Die Gruppe Psychologie war bei der Protex eine Gruppe, die eine ganz, ganz große Autonomie hat, die noch ganz viel Wert so einen Job sind Unterschiede gelöst hat, par rapport zu eben den anderen Unitäten, die bei der Protection Civil gehen sind. Und ja, ich meine, wie wir eben angefangen haben, Cordon du Corps National Secours, wo wir eine nationale Struktur geschaffen haben. Ja, wo wir uns auch da mal müssten, ob wir ihn durchbewegen an uns fahren. Wenn wir an alle Punkte eins wären, dann geben wir uns auch eins da langweilen. Und ich will aber doch eben noch merci so an all die Responsablen, ich werde all die Jahre, ob dann nur eben den Patrick Friedchen ist, ob es den Yves Legel ist, ob es den Charles Brügge ist oder auch den Leo Kraus. Ich meine, ich alle guten, großen Merci für die Zusammenarbeit, die ich über die Jahre hatte an den verschiedenen Funktionen. Dann erlernt man vielleicht für aufzuschließen, aber auch noch einen kleinen Blick an Zukunft zu geheilen. Und ja, als Umfeld ändert sich, wir haben neue Defizite.
Das gesagt von der Innenministerin, ja, die Betreuung von den Leuten an dem ganzen Krisenumfeld wird sicherlich auch in Zukunft nicht Männer gehen, auch die Aufforderung bei Einsatzequipen sind nicht Männer gehen, sodass man sicherlich auch in Zukunft eine Gruppe der Support-Psychologie brauchen, die gut funktioniert, die performant ist, mit Leuten, die hier durch gehen. Und auf der anderen Seite merkt man noch mal die Aufforderung, die als alle guten überall erwerden, auch eben am beruflichen Leben eben noch machen, dass natürlich die Disponibilität von den Freiwilligen auch nicht immer die nämlich quasi wie das in der Vergangenheit auch war, aber mit allem guten Willen, dem da Limiten gekommen sind, und auch da sind wir mit ihren Responsablen an den Diskussionen, was eben da auch den Funktionament vom Gruppe Support Psychologie anbelangt. Und ich denke, dass dem auch das ein weiterer Schritt ist, an dem sich fangen, an was sicherlich dann auch für euch eine neue Herausforderung wird gehen für die nächsten Jahre, dass das dann obwohl da eine Gruppe sieht, die ich sicherlich immer wird aus einem ganz, ganz reichen Tisch von Freiwilligen bestehen, auch aber eine gewisse Professionalisierung mit dranbringen im Sinn von Unterstützung von ihrer Gruppe, für eben auch die ganz Arbeit, an das wir nicht nehmen. Das jetzt. Ich sage, wenn ich just das jetzt wäre, dann gibt es wahrscheinlich alle gut so, okay, da tut der Creme alles gestemmt. Wie das natürlich dann hier bedrohen, als ganz, ganz viel Arbeit zu leisten an der Präparation, am Administrativen, an der Formation, an der Relation mit ja, allen anderen Organismen, mit denen die muss zusammenarbeiten, die muss ihre Reise holen, die muss funktionieren, dass das Leute auch könnte noch gut so eine weitervermitteln und weiter Service, wann die Erstbetreuung fertig ist, mit den Kollegen aus den nordischen Ländern, die internationale Relationen pflegen, da das alles ganz, ganz viel Arbeit und riskiert doch nicht Männer zu gehen, und ich meine, ihr wisst, dafür sind wir auch am Ende am Gang, Psychologin, Psycholog zu rekrutieren, für den beim CGDIS, den eben auch dann zur Verfügung soll stehen, für den den GSP an seiner Arbeit zu unterstützen und eben auch gerade an der konzeptuellen Arbeit zu unterstützen. Das gesagt, wünsche ich dann für die Zukunft noch ganz, ganz viele Jahre dabei, so viele Jahre wie das sich dies da wird tun und darüber raus. Und dass man eben nicht, nein, ich alle gute Merci so, nur an meine persönliche Nummer, aber natürlich auch an Nummer von meinen Kollegen vom Komiteedirektor. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schreider, für das ganz persönliche Wieder. Und ich kriege dann noch einen kleinen Kado überreicht von Vivian Kaiser, sie ist Präsidentin vom Organisationskomitee heute Abend. Voilà. Ich bin ein bisschen erstaunt, weil es heute noch keine Zölle genannt wird. Ja, heute Abend. Dafür kommen wir noch mit ein paar Zöllen, die aber auch ziemlich impressionant sind. Weil das ist so, in den letzten 25 Jahren war der GSP über 4.900 Mal am Einsatz. Sie sind pro Jahr fuhren sie 200 Einsätze. Das heißt, alle zweiten Tage, also meist eh von hinten auf der Straße. Und ich meine, das verdient einen kleinen Applaus, oder? Und sie sind natürlich auch international Partner. Und eh von denen aus heute Abend hier, das ist der Marc Ottilge hinaus von der Einsatznachsorgeteam aus Bremen, Niedersachsen. Bitte begrüßen Sie mit mir Marc Ottilge vom Technischen Hilfswerk aus Deutschland. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ministerin, lieber Direktor, liebes GSP-Team. Stolze 25 Jahre GSP, das heißt viel Ausbildung, lange und anstrengende Tage und auch Nächte. Viele traurige Ereignisse, aber auch schöne Momente und tolle Begebenheiten und Begegnungen. Und nicht zu vergessen die unzähligen Menschen, die von diesem Team, von jedem Einzelnen aus diesem Team unterstützt worden sind und versucht worden, ja, wieder aufzubauen. Im Jahr 2010 sind beide Teams über das EU-Projekt EU Exchange of Experts aufeinander aufmerksam geworden. Und seit 2011 sind die Teams diverse Male zusammengekommen. Zuerst als EU-Projekt, es ist von der EU finanziert worden. Und dann haben wir auch festgestellt, wir möchten das gerne weiterführen und haben das dann in Eigenregie sowohl von GSP als auch vom ENT
vom THW irgendwie finanziert bekommen. Dafür nochmal vielen Dank auch. Und haben diese Freundschaft eben weitergemacht. Was aber noch wichtiger war und ist, ist die Verbundenheit und das Vertrauen, die in dieser Partnerschaft herrscht. Vom ersten Tag an haben wir uns so verstanden, wir haben gemischte Gruppen gemacht, wir haben zusammen geübt, wir haben Ausbildung gemacht. Und jedes Mal dachte man immer, es sind keine zwei Teams, es ist immer ein Team gewesen. Persönlich möchte ich hinzufügen, dass ich immer wieder sehr beeindruckt bin, mit welcher Souveränität, mit welcher Professionalität und Leichtigkeit die GSP-Mitglieder ihre Aufgaben meistern. Das ist für mich einfach nur faszinierend. So, nun nochmal meinen herzlichen Glückwunsch zum 25. Jubiläum. Natürlich auch, und das kriege ich ständig hier aufs Telefon, auch vom Rest des Teams, die sagen immer, ja, grüß schön, schade, dass wir nicht dabei sind, alles Gute. Vielen, vielen Dank nochmal, herzlichen Glückwunsch. Als Zeichen der Verbundenheit und der Wertschätzung für eure Arbeit möchten wir dem GSP eine kleine Erinnerung überreichen. Und ja, lieber Patrick, ich möchte dich mal bitten, stellvertretend für dein Team kurz nach vorne zu kommen. Niemand kann zurückgehen und einen neuen Anfang machen, aber jeder kann heute damit anfangen, ein neues Ende zu schreiben. Und dieser schöne Satz steht auf der Internetseite unserer beiden Keynote-Speaker. In deren Alltag besteht darin, psychologischen Notdienst zu leisten und auch ihr Wissen an andere weiterzugeben. Und zwar sind das Jürgen Schramm, psychologischer Psychotherapeut, und er ist auch ein langjähriges Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Und begleitet wird er von der Betriebswirtin und Beraterin Britta Nett. Verehrte Gäste, bitte begrüßen Sie mit mir Jürgen Schramm und Britta Nett. Wir haben gerade schon eine Menge Beispiele gesehen und auch von einigen Einsatzbeispielen gehört, in denen GSP in den letzten 25 Jahren unterwegs war. Und GSP leistet Beistand, leistet Hilfe in und nach Extremereignissen. Und nicht nur das, dass sie für Betroffene und Hinterbliebene da sind, sondern sie unterstützen auch Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, Rettungskräfte bei ihrer Arbeit und zum Beispiel auch beim Überbringen von Todesnachrichten nach Unglücken oder erfolgten Suiziden. Und dazu gab es, es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber dazu gab es ein Sonderprojekt, welches an das Psychologische Institut PCON Intact aus Krefeld herangetragen worden ist. Und vor dem Hintergrund sind Jürgen Schramm und ich über mehrere Jahre häufiger hier in Luxemburg gewesen und konnten in den Austausch gehen mit den Kolleginnen und Kollegen von GSP, konnten über die Einsätze, von denen berichtet worden ist, voneinander lernen. Und gerade vor dem Hintergrund und auch weil es eben auch ein bisschen her ist, haben wir uns total gefreut, dass wir heute Abend hier eingeladen worden sind und hier bei den Feierlichkeiten mit dabei sein dürfen. Und jetzt löse es auf. Mit diesem bunten Blumenstrauß wollen wir einen symbolischen Akzent setzen für die vielen bunten Menschen und Institutionen, die das Hilfesystem in Luxemburg unterstützen und ermöglichen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Liebe GSPler, liebe Freunde, so ein bisschen war es für uns wie zurückkommen zu Freunden. In einer Zeit, wo man Freunde braucht. Was passiert bei der Überbringung von Todesnachrichten, das wissen Sie alle, das kennen Sie alle. Die Menschen, da steht, hat einer mal gesagt, ein Elefant mitten im Raum, nimmt einem die Luft,
da ist Weinen, Schreien, da ist Aggression, da ist Depression, all das ist da in diesem Moment. Und all dieses, was da passiert, bildet sich bei uns, bei den Helfern, bei Ihnen ab. Gönne dich dir selbst. Das ist ein Auszug aus dem Brief von Bernhard von Clairvaux, der ihn geschrieben hat an seinen früheren Mönch, Papst Eugen III. Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest. Dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Ich glaube, niemand wird dich loben, der das Wort Salomons kennt. Wer seine Tätigkeit einschränkt, erlangt Weisheit. Und bestimmt ist es der Tätigkeit selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die Besinnung vorangeht. Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist, lobe ich deine Menschlichkeit, aber nur, wenn sie voll und echt ist. Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du bist ein Mensch. Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst du also nicht nur für alle anderen, sondern auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Denn was würde es dir nützen, wenn du, nach dem Wort des Herrn, alle gewinnen, aber als einzigen dich selber verlieren würdest? Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf dich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt? Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur dir selbst nicht? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu es wie immer wieder einmal. Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, sich an den Menschen zu orientieren und nochmal mit diesem Satz flexibel, strukturiert in solchen Krisensituationen umzugehen und nicht zu glauben, dass was ich meine, was für den anderen richtig ist, das ist, was für den anderen wirklich auch gut ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ja, einen schönen Abend. Als ich den Hayam Sall, den noch nicht Member aus vom GSP. Von der Luna natürlich früher Kollegen, die wilden aktiv gehen. Bon, die wissen, dass du alle gut in Hayme muss ich eine Formation machen von 100 Stunden, das zählt sich über 2 Jahre. Und dann muss ich noch weiter Formation kontinuieren und auch Supervision als obligatorisch. Du gehst hier am Saal eine Person, die seit dem Jahr 2000 aktiv ist. Und die gebe ich hier auf der Bühne für den vierten Aufschluss. Die Damen und Herren begrüßen mit mir ganz herzlich den Gruppenchef, den Patrick Friedchen. Besonders schön, merci, weil ich auf dieser Platz von der Gelegenheit profitieren, von allen guten, den GSPler, die hier bannen, nicht nur in Heilbronnen, sondern all der hier Zeit opfern, für einer Leute an Not zu helfen. Und das schon gesucht ging,
Wir haben über 200 Einsätze. Joa. Heinst du immer 5 bis 6 Einsätze parallel? Und das Ganze machen wir seit 25 Jahren nehmen mit Freiwilligen. Mir ist es wichtig, den Aufenthalt ja zu gucken, was möchte dann so die GSP erbischt mit den einzelnen Leuten. Ganz viel. Weil, ich sage immer, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn wir an eine Familie gehen, die wir betreuen, oder eine Rettungskraft, die wir betreuen, lassen wir einen Teil von uns da, und wir holen einfach mal einen Teil mit. Und genau das integrieren wir an eine Lebensgeschichte. Und das ist, was die GSP-Arbeit so vielfältig macht. Am Anfang, wie sie mal genannt gehen, Mummenträchter. Ja, ich erinnere mich noch an den Ausdruck, ja, die hartgestanden Pomscheen, Polizisten, ja, als gesucht und da kommen Mummenträchter. Ja, Gott sei Dank, durch die viel professionell Arbeit, die auch schon angeschwärt gehen hast, die dir, Leifsche Spieler, alle gut gelegt hat. Jetzt, wenn ob sein da weiß, ja, um es fertig bräuchte, dass man haut, wenn Not und Mann ist, aber wenn ein psychologischer Hilfe gefroht ist, die auch ungefroht geht. Und das auf allen Niveau. Ich will nach Leid, die auch Heilbanne sind, merci suchen. Als Supervisoren. Wir haben Supervisoren Heilbanne, die uns immer im Hilfe bei der Rabisch, das für allem, ja, für uns da sind, wenn wir einen Ansatz haben, den uns irgendwo, hey, so nicht immer hängen geblieben ist. Also, die Gesicht, die Aufgabe vom GSP ist vielfältig. Lang kriegen wir das nicht gestemmt. Als Sessionsgruppe kriegen wir das nicht gestemmt. Ja, da brauchen die alle gut. Die ist alle gut. Ein ganz, ganz großes Merci. Für die viel, viel Stunden. Für die vielen Urrichtungen, aber auch für die vielen Herausforderungen, die er euch stellt, gestellt tut, wenn man nachstellt. Weil nur so kommen wir weiter. Das ist mal ganz wichtig. Ohne jetzt, ich kann dich nicht stören. Ich bin froh, dass wir 5 Leute von denen haut heimhauen. Und ich gebe dir mir den am 2. Juni werden, rumzukommen, respektive für hinzukommen, für denen ein kleines Merci zu überreichen. Ich gebe da gerne mit den Damen aufhängen, ich probiere sie alle gut rauszufinden. Michel, kennst du, wann ich bleibe da rum? Sandra, kennst du, wann ich bleibe da rum? Daniel, kennst du, wann ich bleibe da rum? Irgendwo sitzt Matti noch. Und ich will aber auch den Leo nicht vergessen. Ja, da sind aber nach 2, 3 Bannen und da sind richtig stolz drauf. Die von der ersten Ausbildungsgruppe, nur denen, die dort die Herrschaften, Formationen aufgebaut hatten, Apporten und weiter bedrohen haben, dafür gebe ich. Wenn wir Spolo fangen, wenn ich die von Robby hätte, dann irgendwo mit Robby sich, das ist so Robby, du warst auch nicht von denen, die man eigentlich von der großen Messe so und dann noch rein denke, ja, ich kleine Kado, kleine Kado überrichten, weil ich einfach wichtig fand, auch da eine Heike viel zu sprechen. Und ich meine, ich bin froh, dass ich die 2 immer auf ihre Wort, auf ihre Schatz, auf ihren Erfahrungsschatz zurückgreife an so eine ganz spezielle Mission geschickt, wo ich weiß, dass ich ruhig kann schlafen und dass sie hier Erfahrung so weitergehen an Leute helfen, die Hilfe brauchen. Große Merci an euch 2. Und ich bin froh, dass ihr ein Organisationskomitee
Und ich gebe die Leute Robbier gewandt. Heim bei Heifier und Bühnen. Kommt von Stift alle über Heifier und Bühnen. Ja. Wir haben Ihnen zu verdanken, dass die Feier von Abis hat so organisiert ist. Ich meine, nur als wichtigsten Moment, wenn zu allen Feiern geht, hat auch ein Kuchen und ich gebe nur Bier, dass der Rang gefordert wird.